Hier in Lübben wird es heute wieder ein Spektakel geben. Doch bevor es losgeht, müssen Vorbereitungen getroffen werden von den Frauen und Männern der Bereitschaft. Und das Zelt fest? Einmal drehen, bitte. Das Zelt ist schnell aufgebaut und dient als Umkleide. Auch die Verpflegungseinheit ist schon fleißig. Gegen eine kleine Spende können hier Hunger und Durst gestillt werden. Erbsensuppe mit Würstchen, traditionell, schön mit Bauchspeck und mit Kassa. Und das ist hier eine vegetarische Erbsensuppe, die wir vorbereitet haben. Das Spreetreiben in Lübben hat Tradition. Fester Termin, nun schon zum 14. Mal, ist immer der erste Samstag im März. Hier präsentiert sich der DAK-Kreisverband Fleming-Spreewald in seiner Vielfalt. Aber Hauptakteure sind die Mitglieder der Wasserwacht. Eigentlich eine Veranstaltung, einfach den Leuten noch zu zeigen, wir sind da. Wir sind im Winter da, wir sind im Sommer da. Wir sind eigentlich immer dafür da einsatzbereit, 24 Stunden am Tag, für die Sicherheit am, im oder auf dem Wasser. Wasser ist sein Element. Der Luckenwalder Daniel Valenta war Leistungsschwimmer, bevor er vor 30 Jahren zum Roten Kreuz kam. Hauptberuflich arbeitet er als Erzieher im Hort. Ausbildung, Training und Einsätze in der Jüterbocker Wasserwacht sind ehrenamtlich. Und man ist immer nur so gut wie der schlechteste Mann. Also ich würde schon sagen, dass gerade Gruppengefühl und Teambereitschaft sehr wichtig ist. Ohne die Gemeinschaft könnten wir solche Sachen auch nicht stemmen. Deutlich wird das bei der Rettungsvorführung. So, ihr seht, es geht schon ganz schön zügig vorwärts. Die Wasserwacht des DAK-Kreisverbandes hat in 6 Ortsgruppen rund 400 Mitglieder. Etwas mehr als die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Ihren Dienst absolvieren die DAK-Rettungsschwimmer an Seen, in Frei- und Schwimmbädern. Außerdem gibt es noch speziell ausgebildete Einheiten, die bei größeren Notfällen zum Einsatz kommen. Wir freuen uns über die zunehmenden Urlauberraten, jedes Jahr immer und immer mehr. Aber das wäre alles nicht alles so ungehindert möglich, hätten wir nicht die vielen, vielen fleißigen Ehrenämtler, die im Hintergrund aufpassen. Also nochmal für euch alle, 6 Grad hat das Wasser. 3, 2, 1, Start! Um 14 Uhr geht's los. Rund 50 Teilnehmer springen in die Spree, um sich 1,5 Kilometer durch Lübben treiben zu lassen. Darunter auch Feuerwehrleute und polnische Wasserretter. Das Ziel, die Feuerwache Lübben. Nach etwas mehr als 20 Minuten kommen die ersten hier an. Jeder wird registriert, damit keiner verloren geht. Das Spreetreiben klingt dann langsam aus, unter dem Dach der Feuerwehr in entspannter Runde.